Wir schreiben das Jahr 1939. Im Grenzgebiet von Brasilien und Venezuela leben im Einklang mit der Natur die Yanomami, die größte indigene Volksgruppe im Amazonasgebiet. Typisch sind die Rundhäuser, sogenannte Chabonos, in denen mehrere Familien eine Unterkunft finden. Im Zentrum der Chabonos werden Rituale, Feste und Spiele praktiziert. So beispielsweise das Fest der Toten, bei dem verstorbene Yanomami verbrannt und die zurückgebliebenen Knochen zu Pulver verarbeitet werden. Dieses Pulver wird mit Bananenbrei vermengt und dann verzehrt. Durch diese spezielle Form des Kannibalismus nehmen die Hinterbliebenen die positiven Seelenanteile der Toten in sich auf. Die Religion der Yanomami zeigt sich vor allem in den Schamanen. Diese inhalieren Drogen, um Kontakt mit den Geistern aufzunehmen. Die Yanomami glauben nämlich, dass alles in der Natur ein Geist in sich trägt. Egal ob Pflanze, Tier, Felsen oder ganze Berge. Ihre Weltansicht ist also animistisch. Diese Harmonie hatte ein Ende, als 1940 erste Weiße kamen. Es waren Mitarbeiter der brasilianischen Regierung, die die Grenze zu Venezuela abstecken wollten. Sie sahen die Yanomami als Wilde an und achteten sie nicht. Anfang der 80er Jahre wurde dann Gold gefunden, sodass innerhalb eines Jahrzehnts 50.000 Goldgräber in das Yanomami-Gebiet eindrangen. Sie schleppten viele Krankheiten ein, zerstörten Dörfer und erschossen die Indigenen, sodass in nur wenigen Jahren 20% der Yanomami starben. Glücklicherweise wurde 1992 das Yanomami-Territorium abgegrenzt und alle Golddörfer aus dem Schutzgebiet verwiesen. Viele kehrten jedoch zurück. Mittlerweile hat sich der Raubbau zum Glück beruhigt. Und obwohl die Yanomami den Weißen verziehen haben und die Vergangenheit hinter sich lassen wollen, sind die Bedrohungen noch immer existent. Diese wird Damian Zimmermann im Folgenden erläutern. Er vertritt die Ansicht von Dr. Gabriele Herzog Schröder, die bereits mehrere Male zu den Yanomami gereist ist und diese studiert hat. Die Goldgräber sind auch heute noch eine Bedrohung für die Yanomami. Da oftmals große Teile des Yanomami-Gebiets gerodet werden müssen, um beispielsweise Landepisten zu errichten oder auch um Palmöl oder Sojaplantagen zu bauen. Die Goldsuche an sich hinterlässt meist große Löcher und auch einen unfruchtbaren, mit Schwermetallen, wie beispielsweise Quecksilber, verseuchten Boden. Doch die Goldsucher sind schon längst nicht mehr das größte Problem der Yanomami, sondern die Krankheiten, die sie mit sich geschleppt haben, wie beispielsweise Malaria, Tuberkulose, Hepatitis oder auch HIV. Doch nur schon leichtere Krankheiten, wie beispielsweise eine einfache Grippe, kann einem Yanomami das Leben kosten, da ihr Immunsystem solche Krankheiten nicht kennt. Es gibt einige Gegenmaßnahmen, die allerdings nicht genügen. Beispielsweise wird das Goldschürfen nicht so leicht gemacht wie vor 30 Jahren. Außerdem wird die Gesundheitsversorgung verbessert. Durch korrupte Beamte kam keine Medizin bei den Yanomami an. Am meisten erreichen aber die Yanomami selbst, indem ihre eigenen Organisationen für ihre Rechte kämpfen und sie die brasilianische und venezolanische Bevölkerung auf die Missstände aufmerksam machen. Die Goldgräber ziehen sich immer mehr zurück, aber Großkonzerne werden aufmerksam auf das Land. Doch die Yanomami sind im Vergleich zu anderen bedrohten indigenen Völkern auf einem relativ guten Weg. Zum einen, weil sie jetzt Erfahrung mit dem Umgang mit den Weißen haben und nicht mehr so naiv sind. Zum anderen, weil sie von vielen Organisationen Unterstützung erhalten und gebildet werden. Die wichtige Rolle dieser Bildung zeigt nun die Menschenrechtsaktivistin Christina Haberkamp auf. Sie reist regelmäßig zu den Yanomami und unterstützt sie. Die Yanomami müssen auch lernen, dass sie sich nicht korrumpierbar machen lassen, sprich, dass sie sich nicht von den Großkonzernen bezahlen lassen, die Häuptlinge nicht und so weiter. Sie müssen lernen, wie Korruption anfängt, nämlich mit Geschenken. Und sie müssen auch lernen, welche Folgen diese Arbeiten haben, nach Bodenschätzen zu suchen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Yanomami diese Bildung, diese Aufklärung bekommen. Der völkerrechtliche Status der Yanomami ist auch nicht wirklich klar. In Brasilien haben die Indianer noch immer keine echten Besitzrechte an ihrem Land. Die Regierung weigert sich, ihre Landrechte anzuerkennen, obwohl sie eine internationale Konvention unterzeichnet hat, welche dies garantiert. Außerdem haben die Yanomami kein Recht zur Selbstbestimmung und sind von der Regierung abhängig, beispielsweise aufgrund der staatlichen Gesundheitsversorgung. Obwohl sich die Situation momentan bessert und die Yanomami-Population sogar wächst, brauchen sie unsere Unterstützung. Sie sind noch lange nicht in Sicherheit. Wir müssen der Welt die Unterdrückung der Yanomami zeigen und ihnen helfen,
gehört zu werden.